Also, ich bin schon ein bisschen nervös. Ich dachte, irgendwann möchte ich mal mit so einem Segway fahren. Und ich traue mich eigentlich fast nicht. Ich bin noch nie auf so einem drüber gestanden. Und ich habe gesagt, ich darf es mal probieren. Der Cic und der Kugel haben gesagt, ich darf es probieren. Ich weiss nur nicht. Also, ich glaube, wenn du irgendwie so hinten bewegst, dann kommt es irgendwie hinten. Und wenn du irgendwie führen, dann geht es führen. Und ich glaube, das Schwierigste ist wahrscheinlich das Aufstehen. Oh, oh, oh. Oh, ist gar nicht so einfach. Also, aber wenn du das Gleichgewicht hast, dann geht es eigentlich. Also jetzt kann man irgendwie führen drücken, dann geht es irgendwie langsam ein bisschen führen. Und wenn du, glaub, je mehr das führen drückst, desto besser kommt es. Also ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Und ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, wenn du, glaub, sogar noch hinter sie willst oder so. Oh, das kommt nicht gut. Also, ich gehe für sie. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn du es mal drin hast, dann kannst du eigentlich auch Gas geben. Also, das ist noch, also so schwierig ist es da auch nicht. Also, ich meine, du kannst noch recht Gas geben. Du siehst auch noch viel. Und also, es ist immer so, die Verantwortlichen, die fetzen da immer durch das Festgelände und sagen, ja, weißt du, da kannst du das Festgelände auf, ja, dort musst du palmen. Und ja, es sieht ein bisschen besser aus. Aber also, wir machen jetzt hier noch mal ein Türchen. Hier oben übrigens ist unser Studio. Unsere Studiokontrolle. Können wir mal schnell einen Blick noch schauen. Und ja, da ist nicht so viel auf der rechten Seite VIP-Bereich. Und wir können dann eins kehrtum machen. Weil ich habe hier auch Achtung. Wow. Gut. Jetzt machen wir doch eins mal einen Kreisel. So. Geht auch schon ein bisschen mit Tempo, ihr merkt es. He? Also schwierig wird es eben nur bei einer Hürde, Achtung. Aber es ist easy, ich kann schnell rein. Ich gehe jetzt mal aufs Festgelände schauen, was da sonst noch los ist. Auf Wiedersehen.